Ja, warum demonstriert ihr denn heute hier? Guck dir schon mal die ganzen Bilder an. Ja, komm, die filmen wir mal ab. Die ganzen Autos, das ist eigentlich... Ja, ja schon alle. Im Handwerk gibt es die Meisterpflicht, leider in der Regierung nicht, ne? Weiß Bescheid. Weiß Bescheid. Pass auf. Das ist ja auch logisch, ne? Ja. So. Ganz wichtig. Ja, es werden Touren angeboten. Ja, ja. Für 450 Kilometer für 350 Euro. Ein LKW. Ja. Ein einziger. Mhm. Was passiert natürlich? Der macht miese. Ja. Der Fahrer will bezahlen, der LKW, die Maut. Mhm. Das ist ja. Hier, das ist auch ganz toll. Sondern ruiniert. Ja, genau. Guck mal, die andere Seite haben wir ja auch noch. Denkt immer dran, euer Futter für den Teller liefert, ne? Der Bauer ist das, ne? Der Landwirt. Ja, natürlich. Ich möchte keine Chemikalien essen. Genau. Dann haben wir den auch gleich mitgemacht. Ich war im Ahrtal, ich habe mitgeholfen. Du warst da, das ist klasse. Ich war da, ich habe immer noch Kontakt und da ist nichts passiert. Kein Geld geflossen. Kein Geld. Für ein Haus, 1000 Euro. Hm. Ja, mit über 40.000 Euro Schaden. Wenn man das überlegt, wie hoch die Schäden gewesen sind. Ne? Also ihr wart da und habt mitgeholfen. Ich war da, mit dem LKW. Ja. Ich war eigentlich selber LKW und dann sind wir da runtergefahren, Spendenfahrt. Waren auch im Brückenkopfpark, im Tierpark, die waren mit abgesoffen. Mhm. Die liegen aber am Rand und das ist das Problem. Mhm. Also kriegen sie kein Geld. Ja. Ja. Dann haben wir hier auch noch, weiß nicht, ob das spiegelt oder nicht. Schau mal. Es sind nicht nur die Landwirte, wir anderen haben nur keinen Traktor, genau. Und ohne Mittelstand geht das Licht aus. Ne? Jeder braucht mal einen Klempner, ne? Ja. Genau, da gibt es ja auch. Ja, und ganz. Die Ampel muss weg. Ja. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ist genau, vor allen Dingen die der Rentner. Genau, klasse. Die kriegen gar nichts mehr. Ja. So geht das nicht. Geht immer weniger. Wo du Klempner hast, bin auch Klempner. Siehste? Allein schon die Heizkosten. Ja, die kannst du nicht bezahlen. Viele denken ja, die Handwerker sind nicht dabei, aber doch, wir haben die Mittelstandsproteste die ganze Zeit begleitet. Und das muss. Ja. Also, so geht es nicht. Ja. Ich möchte noch weiter heizen. Ja. Ja. Man merkt ja, wie teuer das geworden ist. Ja, ich habe jetzt auch meine Nachzahlung gekriegt. Ja. So. Ich wohne im Altbau. Ich heiz quasi für draußen. Ja. Und duschen musst du auf Zeit, weil ich habe einen Durchlauferhitzer, der über Strom läuft. Ja, das ist dann ganz doppelt toll. Teuer. Doppelt teuer. Also nicht nur bei den und das bei 37 Quadratmetern. Ja, ja. Also ich kann froh sein, wenn ich meine Wohnung auf 20, 21 Grad kriege im Winter. Ja, ich habe dieses Jahr auch nur einen Raum geheizt. Also, ja, ich habe zwei kleine. Ja, ein Raum macht man. Das, ein Raum reicht. Ja. Aber ich habe einen kleinen Hund, der keine Unterfell hat. Der friert sich den Arsch ab. Ich muss heizen. Ja, ja. Das ist so. Ja, und Pferdchen will ja auch Futter kriegen, ne? Ja, ja. Ohne Bauern. Reiten machst du auch. Ja, also, sie ist in Rente. Ja, so, ja. Die hat schon Alter erreicht. Da geht's nicht mehr. Ja. Aber man aber theoretisch weiter. Gesehen genau. Könnte ich sie mir nicht mehr leisten. Ja. Ist so. Ja. Kein Geld mehr fürs Hobby, ne? Ja. Es ist Familie, ne? Ja. Wenn du das hier 24 Jahre hast, das kannst du nicht abgeben. Nee. Das geht nicht, macht man nicht. Ja. Nee. Nee. Selbst mein Hund nicht. Mhm. Auch wenn ich Fleisch für ihn kaufen muss, Gemüse, alles. Mhm. Aber wo kriegt man noch sein Gemüse her, wenn es keine Bauern mehr gibt? Ja. Ich möchte nichts aus der Türkei essen. Ich möchte nichts aus der Ukraine essen. Das hatte ich auch schon mal gesagt. Hier mit Handwerker wird es ja auch immer weniger. Ja, will ja auch keiner mehr machen im Beruf. Merkst du bei mir in der Beratung, hat ja keiner mehr wirklich Lust drauf. Und so ist es wahrscheinlich in vielen Bereichen, wenn sie hier den ganzen Mittelstand kaputt schießen, werden halt die Leute mal in der Zukunft vielleicht selber Sachen machen müssen. Richtig, vielleicht mal selber eine Zange in der Hand nehmen, vielleicht mal selber ein bisschen was im Garten anbauen. Ich sage auch immer, selbst ist die Frau, ne? Genau. Naja, wer große LKWs fahren kann. Ja, wer große LKWs fahren kann, kriegt auch mal eben so eine Schraube reingedreht, ne? Ja. Oder den Auspuff bei der Mutter eingebaut. Genau. Ja. Ja, der Mittelstand, das sind die Macher, ne? Das sind die Macher, die machen hier alle Sachen. Das sieht man ja auch. Fahr mal jetzt zum TÜV. Ja. Die TÜV-Gebühren, zack. Ja. Ja. Alles wird immer teurer. Alles ist es scheiße. Überall, egal. Ganz letztes Wort, wörtlich scheiße. Ja, egal. Bums gesperrt. Ja, egal wo es ist, alles wird immer teurer und man weiß gar nicht, wie man das alles irgendwie bezahlen soll. Ne? Das fängt ja schon bei Schuhe an. Ja, ja. Die Schuhe sind ja kostet, kriegst du auch keine mehr für 10 Euro. Ja. Gut, davon abgesehen, die halten auch nicht lange, aber. Ja, ja. Ich sag ja nur, du kannst Straßengolf spielen, ne? Ja, ja. Fahr mal durch Hamburg. Mein Kollege darf sich neue Felgen kaufen. Ja. Und die Stadt sagt, ja, wieso, sie hätten doch außen rumfahren können. Ja, ja. Ja, das ist halt überall, ich weiß nicht, was sie mit dem Geld machen. Also dieses Jahr sollen, also hat von jemandem... Ich weiß, wo das Geld ist. Guck mal da oben hoch. Ja, da sitzen sie alle drinne. Ja, ja, ja.
Das ist wirklich so. Also wenn man jetzt überlegt, hier Infrastruktur, die machen kaum noch was in der Infrastruktur. Ja. Und der Haushalt reicht angeblich nicht. Die haben aber die höchsten Steuereinnahmen ever. Ne? Also jetzt, dieses Jahr sollen es angeblich 1,2 Billionen sein. Also 1200 Milliarden. Und was machen die mit dem Geld? Also weiß doch jeder, wo das hingeht. Wir müssen nach Peru mal die Radwege ausprobieren. Ja, ne? Wir müssen mal eine Fahrradtour den Deutschen in Peru machen. Ja. Oder feministische Landwirtschaftspolitik in Afrika. Das war auch ein Punkt. Feministische Landwirtschaftspolitik in Afrika. Und man sich denkt, was ist das? Was soll das sein? Da ist es wieder mit der Meisterpflicht in der Regierung. Ukraine und so, was da weggeht an Geldern, obwohl wir es gar nicht wollen. Ja. Wir wollen ja Frieden haben. Wir müssen doppelt versteuern. Ja. So, und jetzt sollen wir auch noch die Rente von den Ukrainern bezahlen. Ja. Entschuldigung, ich bin nicht rechtsradikal, ne? Aber irgendwo muss man auch mal erstmal an sich denken. Ja. Du weißt, was vorne auf dem Reichstag draufsteht, ne? Ja. Dem deutschen Volke, da fehlt ein Fragezeichen. Ja. Ist so. Ja, ich müsste da stehen, den deutschen Supergroßkonzernen oder so. Oder den, Superreichen im Hintergrund oder so. Das ist genauso. Es gibt genug Videos im TikTok, wie die jetzt mit diesen Cashcards das Geld abheben, das auf ein anderes Konto packen und das der Familie schickt. Ach, diese neue, diese neue Klamotte da. Wie sie das alles schön umgehen. Bezahlkarte. Genau. Ach so. Ah, das geht, das kann man umgehen. Das kann man umgehen und das wird sogar öffentlich gemacht und die da oben sagen, ja, das ist dann so. Ja. Ich kann kotzen im Strahl. Ja, aber die da oben bereichern sich ja auch noch und ja, die können ja auch zum Friseur gehen. Ne? Guck mal hier, ich habe einen Ansatz. Ich kann mir das momentan nicht leisten. Ja. Oder Baerbock, das hatte ich letztens noch... Baerbock. Letztens noch gelesen, wie sie sich dann kreuz und quer mit einem Privatflieger von da nach da und dann war vorzeitig zu Ende und für eine Stunde, statt mit dem regulären Flieger zu fliegen, musste dann mit dem anderen Flieger geflogen werden. Und dann wollen sie hier einen von Klimaschutz erzählen, aber ballern selbst raus ohne Ende. Fahrdienst im Bundestag, wozu brauchst du einen Fahrdienst? Du musst dahinter mal hingehen. Warst du schon da mit den ganzen Fahrzeugen? Was sie für dicke Karren fahren, ja, ich weiß. Also. Nicht nur das. Der Konvoi. Allein schon ein Riesenkonvoi. Genau. Was bringen dir 8 Motorräder? Also die mache ich mit dem Auto, plupp. Ich weiß gar nicht, wie viele Fahrzeuge das waren. 10 Stück, oder? Du hast das auf Video. Ich hab's aufgenommen. Sie hat's aufgenommen, weil wir nur gesagt haben, kann nicht angehen. Und das wahrscheinlich wieder für eine Person. Mhm. Und unser eins verlangen sie, dass wir nicht alleine in einem Auto fahren. Ja, ja. Und dann fasse ich mich an den Kopf. Jetzt diese neue Idee, dass man jetzt auch noch Steuern zahlen soll für Wohnraum. Und Leute haben ihr Haus gebaut, ich habe es geschafft. 2, 4, 6, 8. Ja, das machen die dann immer aus Security-Gründen. Wir sind ja im Krieg. Und dahinter kamen noch mehr Fahrzeuge. Die müssen dann immer ein Fahrzeug haben, wo einer drin sitzt und dann 2, 3 Ersatzfahrzeuge, weil damit keiner weiß, wo die Person drin sitzt. Ja, ne? Aber das ist ja dann gleich vierfach teuer, ne? Habe ich dich überhaupt schon drin über YouTube? Ja, bestimmt. Also, ich bin mehr bei TikTok. Du kennst das bestimmt hier aus, wo wir in Unterlüss gefilmt haben. Oh, das ist ja noch besser. Ja, da kannst du dann schauen. Ja, da könnt ihr dann schauen nachher. Genau. Ja. Habt ihr noch so ein Abschlussstatement? Wir haben die Schnauze voll. Gestrichen die Schnauze voll. Nochmal von vorne, ich hab dich noch nicht ganz drauf. Wir haben die Schnauze gestrichen voll. Ja. So. Klasse. Ja. Geht so nicht weiter, ne? Nee. Reicht langsam. Das hört auf beim Reichstag. Genau. Weil es uns reicht. Es reicht uns, genau. Das ist gut, das merke ich mir. Das ist wirklich gut. Es ist beim Reichstag, weil es uns reicht.